Hippoli kämpfen, wir haben einen wunderbaren Tag hier in Davos, einen Tag vor dem Weltcup. Wie ist die Situation bei Swissski? Ja, wir freuen uns, dass wir hier so wunderbare Verhältnisse antreffen. Wir freuen uns, dass wir mit einem guten Team antreten können. Und ja, schauen, was alles rauskommt diese Woche. Was läuft heute noch? Was ist auf dem Programm, bis es morgen dann an den Start geht? Ja, jetzt ist gerade die Skitesterei ganz am Laufen. Die Skitesterei ist also wirklich die ganze Feinauswahl der Ski. Das ist sehr, sehr emsige Sache. Die ein oder andere Athlet braucht noch ein bisschen schnelles Training. Auch Sprinter zum Teil wenn noch ein bisschen schnelles Training heute machen, je nach je. Aber das ist ganz individuell abhängig. Aber sonst ist eigentlich heute ziemlich ruhig. Morgen und übermorgen geht es richtig los. Du kommst gerade aus dem Goms. Vor einer Woche haben wir den Eröffnungstrainer vom BKW Swiss Cup. Wie war dein Eindruck? Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir haben in Davos sehr sichere Schneeverhältnisse, sehr gute Schneeverhältnisse. Wir haben neu auch im Goms sehr sicher und sehr gute Schneeverhältnisse dank einer frischen Beschneiungsanlage. Und für uns, für den Schweizer Langlauf, ist es extrem wichtig, dass wir wirklich eine Schneegarantie geben können, sehr früh im Jahr. Das gibt uns Ruhe, das gibt uns Stabilität, weil dann können wir die internationalen Rennen ganz normal durchführen, Weltcuprennen ganz normal durchführen und wir haben immer Ersatzmöglichkeiten auch für Nachwuchsrennen, falls gar nichts gehen würde. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für morgen und übermorgen. Merci vielmals.